Im heutigen Video sprechen wir über Geschenke für Frauen zu Weihnachten bzw. darüber, was sich Frauen grundsätzlich zu Weihnachten wünschen. Also grundsätzlich würde ich euch immer vorschlagen, kauft doch einfach so Haushaltsgegenstände, wie zum Beispiel eine Bratpfanne, Bügeleisen oder einen Staubsauger zum Beispiel, weil Frauen, die haben einfach ein bisschen besseres Gefühl für den Haushalt. Das können die einfach besser als wir Männer, ja? War ein Spaß, Leute. War ein Spaß, ja. Immer wenn ich was Sexistisches sage, ja, das müsst ihr nicht auf die Goldwaage legen. Es war nur ein Spaß. Obwohl man trotzdem vielleicht wieder auch mal was aus dem Haushalt checken könnte. Nein, Spaß beiseite, Leute. Wir Männer stehen ja manchmal auf dem Schlauch, wenn es um Weihnachtsgeschenke für die Frauen geht. Und um euch ein bisschen Inspiration zu geben, haben wir uns mal hingesetzt und jetzt, beziehungsweise du hast grundsätzlich erstmal überlegt, was Frauen einfach generell so gefällt. Und du bist eine Frau, also weißt du es ja auch am besten. Ich glaube, nach deiner Ansage weißt du gar nicht, was man Frauen schenken will. Ja, deshalb machen wir auch dieses Video. Jetzt hast du es gecheckt. Also Leute, wir machen eigentlich dieses Video, damit ich jetzt weiß, was meine Frau sich zu Weihnachten wünscht. Männer einfach keine Haushaltsgeräte an ihre Frauen verschenken. Okay, jetzt haben wir es. Ich hätte nämlich sonst tatsächlich wahrscheinlich ein Bügeleisen gekauft. Ein Thermomix nicht? Also Leute, starten wir mit Geschenkidee numero uno. Schieß los. Parfums. Klassiker, funktioniert glaube ich auch immer. Ja, also wenn der Mann, anders, wenn die Frau ein Lieblingsparfum hat, dann gerne auch das Lieblingsparfum. Oder wenn der Mann gerne ein Parfum an ihr riecht. Also quasi dein Lieblingsparfum an mir. Das ist auch immer sehr schön. Parfüm ist ja eh generell immer so ein Klassiker. Ja, auf das Geschenk greift man eigentlich immer zurück, wenn sie keine Ahnung haben. Weil es auch immer gut ist. Ja. Also man kann da wenig falsch machen, glaube ich. Es sei denn, man wählt wirklich einen Duft, der stinkt. Aber, ja, das ist schon schwierig, aber ja. Aber gut, wenn man halt mal kurz ins Bad schaut und guckt, was die Frau, Freundin zu Hause hat, dann kann man sich ja da einfach ganz gut orientieren. Aber nee, das ist eine gute Idee, wenn man sagt, hey, man geht das so, also die Herangehensweise ist so, dass man überlegt, okay, was riecht man selbst gerne an seiner Frau, beziehungsweise was hat sie für ein Lieblingsparfum. So kann man, glaube ich, ganz gut ein gutes Parfum ausfindig machen. So kann man ganz gut arbeiten. Und falls nicht, könnt ihr auch zu dem Thema das Video anschauen. Wir haben nämlich noch ein Video gedreht zum Thema Parfüms, die Frauen mögen. Next one. Gerade für Paare, ganz wichtig. Die beste Zeit ist die Zeit, die man zusammen hat. Hast recht. Irgendein Erlebnisgutschein. Also mit Gutschein meine ich jetzt nicht unbedingt einen Wertgutschein, sondern einfach ein Erlebnis, ein Kurztrip. Oder es kommt darauf an, was ihr für eine Art Paar seid, ob ihr ein Power-Couple seid und mit einem Mountainbike durch Berge fahrt, da einen Trip für. Oder eher so die Partygänger sein, dann vielleicht Festival-Tickets oder Konzert-Tickets. Ein Kurztrip, also so irgendwas, was man wirklich zusammen erleben kann, was auch beiden Spaß macht und wo man quasi den Moment zusammen genießen kann. Zusammen genießen kann. Also, und auch, das Witzige ist ja auch, das ist dann auch ein Geschenk für ihn. Also es ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Also ein Städtetrip wäre eigentlich ganz nice. Also Städtetrip, ich meine, klar, jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd wegen Corona, aber grundsätzlich ist der Gedanke, dass man zusammen eine coole Zeit hat, bei einem Städtetrip oder so, auf jeden Fall ein sehr schönes Geschenk. Man könnte sogar das eine mit dem anderen verbinden. Städtetrip mit einem Konzert. Wow, okay, alles Klärchen, ja, hast recht. Gute Kombination, gute Kombination. Machen wir weiter, was ist das Nächste? Schmuck. Da kann ich jetzt schon mal sagen, da habe ich direkt ein Problem als Mann, ja. Ich weiß zum Beispiel nicht, als Mann, was für Schmuck soll ich jetzt auswählen? Soll ich einen Ring kaufen, soll ich eine Kette kaufen, soll ich eine Uhr kaufen, was? Soll ich Ohrringe kaufen? Was soll ich jetzt als Schmuck kaufen? Ich glaube, das hängt von der Frau ab, was trägt die Frau gerne? Sieht man ja. Oder wenn nicht, einfach mal in ihr Schmuckkästchen schauen und gucken, was sie gerne trägt. Vor allem auch wichtig, Gold oder Silber. Ja. Aber hast du irgendwie ein Beispiel oder so? Also ja klar, zum Beispiel, ich habe eine Uhr rum, keine Ringe und Ketten. Mhm. Ja, nein, ein Beispiel. Also eher Ketten. Ja. Oder also, das siehst du ja an der Frau. Mhm. Ich meine, ein Beispiel im Sinne von, sagen wir mal, deine Frau mag Ketten. Hast du da irgendwie ein Beispiel, dass man sagt, okay, man könnte in die Richtung gehen oder so? Eine Kette ist, ich glaube, eine ganz klassisch schlichte Kette mit einem Anhänger, vielleicht eine Gravur drin, wo beide Initialen drin sind. Muss jetzt nichts Kitschiges sein, das kommt drauf an, aber halt, was man auch täglich einfach trägt. Mhm. Das finde ich schön, wenn man ein Geschenk hat, wo man es täglich trägt und auch täglich dann bringt. Also dran denkt, dass man das Geschenk von dem von seinem Mann hat oder von seiner Freundin oder von seinem Freund oder was auch immer. Freund. Okay, also grundsätzlich ist es dann eher so, dass man eigentlich so ein Schmuckstück schenken könnte, was man alltäglich anzieht, damit der andere auch alltäglich an den anderen denkt. Genau. Und dass man so ein bisschen personalisiert ist. Okay. Vielleicht. Weißt du, was Besonderes. Ja, das ist ja, guck mal, genau das ist ja schon mal so ein Hinweis, weißt du, den wir Männer brauchen, um zu wissen, was wir den Frauen schenken können. Vielen Dank dafür. Gerne.
gerne. Weiter geht's. Oder die Frau hat einen Wunsch geäußert. Ja, das ist natürlich grundsätzlich immer klar. Aber dann immer zuhören. Einfach über, es ist generell ein Tipp, über das ganze Jahr einfach zuhören. Ich weiß, es ist für viele Männer schwierig, aber Frauen oder generell Menschen äußern ja... Hast du gerade von mir gesprochen? Ich glaube, von Männern allgemein. Okay, alles klar. Also nicht nur dich. Okay. Jetzt habe ich den Faden verloren. Macht nichts, wir machen weiter. Okay. So. Nächster Punkt, Kosmetik. Ich glaube, fast alle Frauen geben einfach so viel Geld für Kosmetik aus. Von bis. Also von Schminke über Cremes, dann gewisse Tools, Gesichtsbürsten und Schäumer und... Ich weiß nicht, uns Frauen macht das irgendwie glücklich. Also sich mit Cremes einzuschmieren und ja, gut auszusehen. Aber guck mal, ja. Und da ist halt der Punkt, das ist schwierig. Mhm. Dann genau. Zum Beispiel beim Make-up oder so, das ist schwierig, die Töne zu finden, was die Frau gerne möchte oder braucht. Ja. Im Notfall auf einen Gutschein zurückgreifen. Ich denke, darüber freut sich auch jede Frau, wenn du ihr einen Gutschein in die Hand drückst für Mac oder sonst irgendwas, dass sie sich dann selber was aussuchen kann. Ansonsten auch da einfach in ihr Kästchen gucken. Aber ich glaube, ja, aber ich glaube, dass zum Beispiel, das fällt uns Männern dann auch wieder ein bisschen schwer, dass wir nicht wissen, okay, Kosmetikartikel, welche Kosmetik nehmen wir denn da? Nehmen wir ein Duschgel oder klar, wenn man sowas Allgemeines nimmt, wie eine Gesichtsbürste, ja, das geht natürlich immer, weil das kann ja sowohl Mann als auch Frau nutzen und ich glaube, da kann man wenig falsch machen. Ich glaube, mit Duschgel hast du das unspektakulärste Geschenk rausgesucht von allen Kosmetikartikeln, die es gibt. Ja, aber gut, okay. So, aber guck mal, wenn ich jetzt eine Anti-Faltencreme schenken würde, ja, dann würde ich einen auf den Deckel kriegen und dann würdest du sagen, hey, was soll das denn? Ne? Sehe ich alt aus oder was? Ja, guck mal, aber da können wir dann auch direkt ins Fettnäpfchen treten. Wenn ich dir eine Anti-Faltencreme schenke, würdest du dann sagen, würdest du dich freuen, jetzt mal ernsthaft? Ja gut, aber wenn du mir Duschgel schenkst, hast du bei Kosmetik... Ja gut, ich schenke dir lieber Duschgel als Antifaltencreme. Ja, dann stinke ich, oder was? Ja gut, dann kann man immer so und so auslegen. Das finde ich, also Kosmetikartikel finde ich schon ein bisschen schwieriger. Dann Gutschein für Kosmetik. Okay, haben uns geeinigt. Haben wir uns geeinigt. Okay. Next one, last but not least, Accessoires. Frauen stylen sich gerne mit Accessoires. Es ist ja auch eigentlich, damit steht und fällt meistens ein Outfit. Sei es eine Sonnenbrille, ein Gürtel, eine Handtasche oder wenn deine Frau eine Lieblingsmarke hat, vielleicht von der Marke einen kleinen Cardholder zum Weggehen, was man auch gut in der Tasche haben kann. Ein Schlüsselanhänger für den Autoschlüssel, also der ein bisschen besonderer ist oder... Das waren schon mal richtig gute Beispiele. Ja, also so quasi kleinen... Ich meine, nennt es kleine Lederbahnen, also so kleine Accessoires. Ja. Mhm. So, sind auch Dinge, die man sich selbst, glaube ich, auch eher seltener kauft. Ja, stimmt. Würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, wenn man sich einen Schlüsselanhänger mal gekauft hat. Ja, wenig. Ja. Also das sind eher auch Dinge, die man sich selber eher selten kauft. Und ich finde es immer schön, was zu verschenken, was man sich selbst eigentlich eher nicht kaufen würde. Aber dennoch trotzdem gerne hätte. Ja, hast du recht. Also das ist sowieso, ich meine, das ist ja immer das Credo, das sollte man ja immer so beherzigen, egal wen man beschenkt, dass man immer nur das verschenkt, was man selbst auch gerne haben würde. Oder selber gerne. Der andere gerne haben. Ja, dann kaufe ich dir... Ein Mac-Gutschein, damit du schön Kosmetik shoppen kannst. Nein, du weißt, was ich meine. Oder Duschgel. Ja. Oder eine Antifaltencreme, ja, danke schön. Nee, also fassen wir nochmal zusammen. Also grundsätzlich haben wir jetzt gesagt, hast du gesagt, Parfums, das war Punkt 1. Genau, Parfums. Punkt 2. Entweder zwei. Das, was, also ihr Lieblingsparfum oder auch das, was du gerne an ihr riechst. Ja, Punkt 2. Punkt 2, Erlebnisgutscheine. Also Festival, Kurztrip, auf jeden Fall Quality Time zusammen. Punkt 3 ist Schmuck. Eine personalisierte Kette vielleicht oder irgendein schönes... Schmuckstück, wo man am Alltag an denjenigen denkt. Genau. Also das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Ja, nee, hab's gecheckt. Sowas hast du noch nicht, alles klar. Nee, habe ich nicht. Dann Kosmetik. Ja. Wie gesagt, wenn ihr im Kosmetik-Game drin seid, es kann ja sein, dass viele Männer das sind. Mhm. Ein paar von mir auf jeden Fall, ja, sonst erwähnen sie nicht auf meinem Kanal. Und? Und ansonsten Gutschein und das letzte, ein schönes Accessoire. Nee, also ich sage schon mal ganz herzlichen Dank für diesen Input. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Also ich bin mir sicher, dass du meinen Followern bzw. meinen Abonnenten, meiner Zielgruppe weiterhelfen konntest. Denn du konntest mir jetzt auch schon mal ein bisschen weiterhelfen. Ja? Für meine Geschenkinspiration. Also vielen herzlichen Dank schon mal dafür. Falls ihr noch irgendein richtig gutes Geschenk habt für Frauen, wo ihr sagt, hey, das ist mega für Frauen, da freut sich jede Frau drüber, dann packt es auch mal gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten, wenn du noch jemanden kennst, der vielleicht auch auf dem Schlauch steht, ja, zum Thema Frauengeschenke, dann teile lieben gerne dieses Video mit ihm, denn ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos, beziehungsweise mit unserem Video heute, euch da draußen ein bisschen weiterhelfen kann. Also, vielen lieben Dank von dir. Sehr gerne.